Hallo. Wie schön. Ja. Komm rein, lauf durch, mach dich nackig. Also halb nackig. Ich auch. Du das ja. Darf ich das bitte? Setzt euch. Ihr könnt euch hier aussuchen, wo ihr möchtet. Und ist ja ein ich bisschen würde spartanisch euch, ausgefallen, das Essen, ne? Getränke. Wir kommen gleich zum Essen. Wollt ihr erstmal trinken? Gerne. Was möchtet ihr trinken? Ich glaube, ich habe fast alles, was man haben wollen könnte. Eierlikör. Habe ich. Aber das war zu einfach. Nehm Entschuldigung. Ich. Wirklich? Ja, nehme ich okay. Jetzt. Ein Bier, bitte. Ein Bier, bitte. Du möchtest du auch noch was anderes trinken, außer ein Eierlikör? Dass du wirklich Eierlikör hast, finde ich wirklich beeindruckend. Ja, noch irgendwas Zweites. Und ich habe auch noch Weine, ich habe auch Champagner. Ja, ich will ein Glas Champagner. Guck mal, Roger, mach mal. Du bist doch ein Mann von Welt, du weißt, wie man das öffnet. Trinkt man das daraus? Ja, das kann man. Du hast das schon aufgemacht? Ja. Und kleine Gläser für den... Ach, dann fange ich auch an mit einem Eierlikör, bringt ja nichts. Wirklich? Das ist so ein Oliver, Eierlikör? So zum ja, bitte. Siehst du. So. Ja. Ja? Es ist mir ein Vergnügen. Ich kenne das von meinem Opa noch früher. Ich wollte immer schon mal mit dir Eierlikör trinken. Du bist nicht der Erste, mit dem ich Eierlikör trinke. Ich weiß, das ist so gemein. Wie ich trinken bin wir nicht es denn der jetzt? Ächsen wir es oder trinken? Ihr seid schon Gourmet-Häschen, ihr beiden. Sind wir? Ich glaube schon. Du kannst richtig gut kochen. Ich koche sehr gerne. Also ob es gut ist, weiß ich nicht, aber meistens schmeckt es mir auch. Aber richtig mit so auch die kleinen Sachen selber machen. Ne? Wenn ja, ich koche, also, kaufe ich einfach Sachen in Tetrapacks und schütte die ineinander. Ich mache auch Tomatenmark selber. Und ja, das ich habe gerade gestern Abend noch eine Ochsenschwanzbrühe aufgesetzt. Die muss dann noch ein bisschen ziehen und so und habe die vier Stunden drin lassen. Die wartet jetzt zu Hause. Die wartet jetzt zu Hause. Hast du die ja nicht mitgebracht? Du bist hier zum Abendbrot verabredet, Oliver. Mann. Hättest du mal sagen sollen, dass das eine Bottle-Party ist. Und mit dir bin ich schon fancy essen gegangen. Du bist auch kein Kostverächter von Qualitätsessen. Ja, ich habe so viel Dreck in meinem Leben gegessen. Jetzt ist die Periode gekommen, in der ich gut essen will. Ich habe ein Filmchen vorbereitet über euer Leben, bevor ihr berühmt wurdet. Das in deinem Fall sind das dann nur 6 Jahre oder irgendwas. möchtet ihr den sehen? Ja. Geil, dass ich auch immer noch frage, ob ihr den sehen möchtet, weil ihr müsst ihn ja sowieso angucken. Hier, Jungs. Sehr schön, da ist der Hund. Es fängt an mit einem Foto von Roger. Und was kann das sein? Lauscher auf Sperren für Kuttner plus 2. Die Stimmen einer Generation, Roger Willemsen und Oliver Rohrbeck, versprechen orgiastischen Ohrenschmaus. Als sich 1955 die Afroamerikaner endlich Gehör verschaffen und in Deutschland die Besatzungszeit endet, wird Roger Willemsen irgendwo bei Bonn geboren. Der neugierige Junge treibt allerlei Schabernack und liebt es, die Ohren auf Eisenbahnschienen zu pressen, um sein Fernweh nach Konstantinopel zu stillen. 1965, als ein paar Hardrocker eine Band namens Scorpions gründen, tut Oliver Rohrbeck in Berlin seinen ersten Schrei. Für Kindheit hat der begabte Junge allerdings keine Zeit. Zu viel Arbeit. Obwohl er noch nicht lesen kann, vertont er mit 5 Jahren Astrid Lindgrens Bücher, hat seinen ersten Fernsehauftritt in der Sesamstraße und synchronisiert Disneys Pinocchio. 1970 ist das internationale Jahr der Bildung. Roger, 15 Jahre alt und zum zweiten Mal sitzen geblieben. Er macht, was ihm gefällt. Trampt nach London, beginnt zu kiffen und wird in Paris wegen Diebstahls verhaftet. Trotz Schulhass ist sein Verlangen nach Literatur unstillbar. Viele Stunden liest er der Mutter aus deutschen Klassikern vor und trainiert so seine Königsdisziplin. Die Wirkung der Sprache im Umgang mit Frauen. Olli ist 13, als er einen Job annimmt, der ihn bis heute begleitet. Justus Jonas von den 3 Detektiven? Die spannenden Abenteuergeschichten avancieren zum erfolgreichsten Hörspiel weltweit. Zeit, mal aufzumucken. Angeheizt von den Sex Pistols, tobt er sich in der Berliner Punkrock-Szene aus. Seine Message? Ihr könnt mich alle mal. Als er sich wieder beruhigt hat, verschmilzt seine Stimme bis heute mit Größen wie Ben Stiller, Chris Rock und dem Gru. Und Roger? Der arbeitet mal als Nachtwächter, mal als Reiseleiter und stillt seine Wissensgier an Unis in Florenz, München und Wien. 1991 ist er bereit für das Fernsehen. Er führt tausende Interviews mit Superstars, dreht Dokumentationen und schafft es mit feingeistigen Ergüssen immer wieder auf Deutschlands Bestsellerlisten. Hey Babe,
Take a walk on ihr Leben gefällt mir. Ihr auch. Also, finde ich großartig. Seht ihr euch? Habe ich gar nicht mitbekommen. Wir müssen das nicht, ne? Nein. Dein Leben gefällt mir. Ja. Auch unverschämt, dass ich beschließe, dass ihr euch, ihr könnt ruhig du zueinander sagen. Aber du hast gemerkt, dass das in unserem Sinne ist. Aber wir sehen uns zum ersten Mal. Ja. Und ich weiß wirklich so gut wie nichts über sein Werk, über Olivers Werk. Ja, vielleicht lernst du heute. Jetzt wobei wir gar nicht so viel über Werk sprechen, ich weiß, dachte aber, ich. Aber es fasziniert mich sofort. Bist du ein Drei-Fragezeichen-Hörer? Nein, auch noch nie. Das darf ich ja sagen. Natürlich. Ja. Nein, ich war aber schnell wütend bei dem Thema. Es ist total an mir vorübergegangen. Und deshalb fand ich das so gut. Hier, also drei Fragezeichen passt irgendwie zur eigenen Neugier. Ja. Aber ich kenne die Sendung überhaupt nicht. Und ich höre immer nur von diesem unglaublichen Erfolg, dass Stadien voller Leuten dahin gehen. Ich war da auch mal in der Waldbühne. Das ist krass. Sind einfach Trilliarden Leute, die an Stellen lachen, wo man merkt, oh Gott, die haben alle richtig Ahnung. Wenn irgendeine Form von Insider-Witz ihr macht und dann einfach die Hälfte der Leute das peilt und lacht, das ist ganz toll. Und überhaupt, das ist das Ambiente toll, das dahinter der Wald, ihr steht da vorne, wahnsinnig viele. Wie ist das eigentlich, wenn ihr das auf der Bühne macht? Ziehst du Kostüme an? Nein, wir wollen ja gar keine Bilder vorgeben. Wir wollen tatsächlich diese zwei Welten. Wir lesen deswegen auch ab auf der Bühne und sind damit Geräuschemacher und anderen Schauspielern und Musikern auf der Bühne. Dann können die also sehen, wie ein Hörspiel entsteht und wie die Gewerke zusammenarbeiten. Und wenn sie die Augen zumachen, dann hören sie ein perfekt abgemischtes Hörspiel. Also das funktioniert ganz gut mit dem Live. Man sagt ja immer, ehrlich gesagt, ich kenne niemanden, der das sagt, aber man liest viel darüber, dass die Kindheit die glücklichste Zeit häufig war im Leben. Ich finde, meine Kindheit war nicht meine glücklichste Zeit, aber war vielleicht eure Kindheit eure glücklichste Zeit? Ich glaube immer, dass wer die Kindheit grundsätzlich glücklich nennt, sich nicht nur gut, nicht mehr richtig gut erinnern kann. Weil es immer scheiße war. Denn ich glaube, ich war als Kind schon so ein stiller Brüter und saß irgendwo in der Landschaft und dachte eigentlich erstens, ich muss weg. Und zwar aus dem Dorf, aber auch eigentlich aus dem Leben. Also als Kind, aber wir reden nicht von Jugendlichen. Nein, wir reden von Kindheit. Kind. Von Kindheit, ja. Ich habe meine Kindheit genossen. Ja. Es hat mir Spaß gemacht. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, es war die glücklichste Zeit, weil ich gucke eigentlich immer nach vorne. Ich bin jetzt nicht so ein Zurückgucker und sage, ich hänge jetzt schon an Dingen von früher, weil dann, finde ich, wird man alt. Ich finde es eigentlich alles sehr spannend, was noch kommt. Und insofern denke ich mir, Kindheit war auch schön, aber ich bin immer gespannt darauf, was noch kommt. Beschreibt euch mal als Kinder. Roger? Hysterisch, melancholisch. Auf schon der einen Seite, als Kind schon? Ach, toll. Na gut, andererseits, klar. Die Leute verrückt machend mit Redseligkeit. Ja. Mein Vater sagt immer, du bist ein Klokasten. Das hieß, wenn man mir eine Frage stellt, dann ist das so, wie man, wenn man beim Klo abzieht und muss dann warten, bis der Kasten einläuft. Ja. Deshalb war es gefährlich, mir eine Frage zu stellen. Ja, das auch heute und so. Ist immer noch so. Ja, und aber auf der anderen Seite der Brüter, der irgendwo in der Wiese sitzt und in die Ferne guckt. Warum denn als Kind schon ein bisschen melancholisch sein? Weil man so Existenzielles schon fühlt. Spannung. Ich nicht. Ne? Du? Ja, du warst von einer heillosen Blauäugigkeit. Also zu dem Zeitpunkt habe ich das noch nicht gefühlt. Nein, ich auch nicht. Du bist merkwürdig. Leide ich mehr als du. Das ist auch schön, aber man hat sofort ein bisschen das Gefühl, dass man das... Ich wollte immer raus, weg, woanders hin. Ich hatte immer so einen Kopf voller Konjunktive. Was wäre, wenn? Wer müsste man sein? Ja. Aber etwas war spektakulär an der Kindheit, das muss ich noch anfügen. Ja, ich bin kurioserweise im Hof eines Fürstenschlosses groß geworden, weil mein Vater, der ein Maler war... Das passt so gut zu dir. Ja, aber das ist irgendwie... Du musst dir vorstellen, aus der Froschperspektive der Bohème auf ein Fürstenleben gucken, wo der Fürst 7 Töchter hatte, wie im Märchen. Und wir wohnten auf dem einzigen gewissermaßen weltlichen Haus auf dem Hof des Fürsten. Den gab es noch, den Fürsten? Der Fürst, wie alt bist du denn? Jetzt 55 geboren. Jetzt wunder dich mal, Thomas Mann ist in diesem Schloss gewesen. Die Donnerstagsgesellschaft kam mit Konrad Adenauer, den ich auch häufiger da gesehen habe, die besuchten sich immer. Und mein Vater, der kein Geld hatte, und wir hatten auch Mäuse unterm Klo und so, also das änderte nichts an der nicht besonders guten Ausstattung finanzieller Art. Mein Vater malte, guckte auf diese höfische Welt und sagte, die haben alle keine Ahnung von Büchern. Und das Einzige, was wir hatten, waren Bücher. Also der Dünkel, der entstehen konnte, war, wir verstanden, meine Eltern meinten, sie verstehen was von Kunst. Und da habe ich 5 Jahre zugebracht. Und 5 Jahre habe ich die Außenwelt überhaupt nicht betreten. Kann es war nur das Schlosswelt. So ein trauriger junger Mann war. Oliver ist ja ganz schön, im Grunde, kann man Kinderstar sagen, das klingt so oll, aber du hast ja wirklich wahnsinnig schnell angefangen, einen richtigen Erwachsenenberuf schon auch zu machen. Habe ich nie so empfunden, weil ich habe das ja neben der Schule ab und zu dann mal im Fernsehen gedreht oder im Theater gespielt oder dann synchronisiert, aber es gab ja noch Freizeit zwischendrin. Man muss ja auch sagen, also wir reden jetzt hier von vergangenen Zeiten, damals gab es eigentlich 3 Fernsehsender und dann hat man eben ab und zu beim SFB mal was gedreht oder fürs dritte Programm oder mal fürs ZDF oder so. Also
ich kam mir nie wie ein Kinderstar vor. Man ist doch auch ein bisschen stolz, dass du schon so bescheiden schon als kleiner Stöpfer. Ja, muss ich auch sagen. Warst. Also ich habe jetzt zum Beispiel in meiner Wohnung im Flur ein Bild hängen, das hat mein Vater dann später für mich gemacht, mit Fotos, als ich da im Schillertheater gespielt habe, Der Sturm, mit Bernhard Minetti und Kurt Bohr, und ich war der Luftgeist Ariel. Oh, ja. Das war ein großes Projekt, ein Kind zu besetzen. Bernhard Minetti hat mich natürlich gehasst, weil der wusste gleich, mit Tieren und Kindern darfst du nie auftreten, das verlierst du immer. Das war also vollkommen klar, die Geschichte. Also er grüßte mich auch bei keiner Probe. Ich bin immer gut erzogen hingegangen. Guten Tag, Herr Minetti. Die Hand musst du nicht geben, das ist eh nur Bakterienübertragung. Ja, ja. Das war verständlich, der war am Ende gar nicht mehr verständlich. Ja, nee, das war 78, da war er noch verständlich. Okay. Hat euch die Pubertät hart erwischt eigentlich? Ist bei Jungs, glaube ich, ja nicht so schlimm wie bei Mädchen. Ich glaube, ich war furchtbar. Hautunreinheiten, lange Haare, frühes Kiffertum. Die Klassiker. Das vereinzelt einen schon ziemlich, oder? Das würde ich genauso wiederholen, ja. Absolut. Habt ihr beide hardcore gekifft oder mehr auch andere Sachen noch genommen? Aua. Dann viele ausprobiert, alles mögliche ausprobiert, aber das interessierte mich alles nicht, sondern ich fand Kiffen am besten. Irgendwas Schönes ins Erwachsenenleben mitgenommen in Sachen Drogen? Das Kiffen. Das Kiffen. Und dann Absolut, Sachen, aber zum Beispiel Koks ist nicht meine Sache. Das kriegst du dann irgendwann raus, dass du denkst, ich bin hysterisch sowieso schon. Und wenn du dann noch guckst oder so, nee, das ist so eine Existenzerweiterung und sehr kalt, sehr bei sich bleibend, das interessiert mich nicht. Aber die warmen Drogen, die finde ich verständlich. Ja. Ich habe das nie gemacht, ich habe immer, bin übers Kiffen nie hinausgegangen, weil ich hatte dann Schiss vor LSD oder sowas und habe immer gesagt, nee, wenn du da auf irgendwas hängen bleibst, das ist alles nicht so mein Ding. Und da habe ich mich immer getraut. Die Finger von weggelassen und bin da beim Kiffen geblieben. Das allergrößte meines Lebens war Opium. Und das muss ich wirklich sagen, weil man es hier ja nicht bekommt. Deshalb kann man sagen, Opium ist unglaublich. Du liegst im Norden Thailands, im Golden Triangle, irgendwo in einer Hütte. Du kannst motorisch nicht mehr. Du kannst also nicht gut gehen. Du kannst auch nicht pinkeln. Aber du spürst die... Das klingt überhaupt nicht verlockend bis jetzt. Nein, bis jetzt. Du spürst wirklich die Höhe des Himmels. Du hörst jedes Geräusch im Wald. Der Körper dehnt sich aus und hat eine Empfindlichkeit über die Haut, über die Wahrnehmungsorgane, die alles zum sinnlichen Empfänger macht. Es ist nicht primär sinnlich nur alleine, sondern du kannst in deine Intelligenz oder Erinnerungen einsteigen und sagen, wie hießen die Kinder, die neben mir in der Volksschule saßen? Monika Schmitz, Jörgi Longwitz, Michael Schlobohm. Du wüsstest alle diese Namen nicht mehr im wachen Zustand, du weißt sie dann. Also, er verkauft schon ganz gut, finde ich. Das ist hier Lass mal direkt was besorgen, wir zwei. Es gibt wieder Theater. Ja, mir geht's ein bisschen wie Oliver. Man denkt so, ach, probiert, aber dann habe ich zu sehr Schiss. Ich muss mir ein richtiges Getränk holen. Möchtet ihr noch ein anderes? Seid ihr schon mit Essen oder so? Ich kann auch noch warten, aber ich kann es ja mal auf den Tisch schmeißen und dann, man muss ja nicht. Habt ihr Ostereier da hinten? Ja, weil es ja jetzt gerade... Das ist ja absurd. Nein, hier, stopp. Ah, okay, dann stopp. Ich will das orangene Getränk. Danke. Ist da denn Kohlensäure? Ich mag Wasser nicht so gerne, weil das nach nichts schmeckt. Ich will, dass Sachen schmecken nach was. Zum Beispiel nach Orange. So, haut rein. Ich möchte gerne so eine Mini-Frikadelle. Mehrere vielleicht sogar. Sarah, warum haben wir... Sehr gut. Das macht doch Sinn. Wir haben einmal gegessen, natürlich. Wir haben Fancy-Essen mit goldener Soße und so gegessen. Aber nicht so richtig. Genau. Ich habe auch mit Oliver auch schon gegessen. Ich habe mit euch beiden schon gegessen. Es gibt Politiker, die darfst du nicht beim Essen drehen. Und wenn du sie mal hast essen sehen, dann weißt du, warum das so ist. Es fühlen sich aber auch viele Leute unwohl, beim Essen gedreht zu werden. Aber ich finde es irgendwie egal. Man kann ja auch mit vollem Mund sprechen, ohne dass man Essen sieht. Das geht ja schon. Man muss ja nicht immer... Und wenn... Ja, und selbst wenn, könntet ihr ja Sachen immer nur so hin und her schieben und so tun, als wenn ihr esst. Wolltest du die Hilfe mit dem Käse haben? Ich überlege, aber es muss Käse sein. Käse macht glücklich, ich würde gerne mal den Käse. Als könnte ich dir was anreichen. Nehmen. Das wäre sehr nett. Könntest du auch alles haben einfach. Ja, danke. Ich finde Käse so egal. Aber wahrscheinlich habe ich noch nicht den richtigen gegessen. Ich kenne immer nur so Gouda und dann denke ich so... Appenzeller ist also großartig, ein ganz würziger Käse. Der stinkt ganz schön, aber der schmeckt hervorragend. Du darfst nicht den jungen Gouda nehmen, du musst den mittelalten muss man nehmen. Der Kristalle aus Salz drin hat. Ja.
Bergkäse ist auch wunderbar und dann müssen natürlich noch ein bisschen Kräuter drauf. Aber was ich natürlich sehr gerne esse, wenn ich nachts eine kleine Fressattacke habe, dann gibt es so eine ungarischen Kümmeltaler, so ganz dünne. Und da kommt dann, ganz bisschen Butter drauf und dann kommen da verschiedene Ziegenkäsesachen drauf. Und dann ein bisschen Olivenöl oder natürlich ein bisschen Honig oder so. Und das ist dann nachts. So einen Aufwand betreibst du nachts? Ja, du machst dann doch ein bisschen was mit Honig und Oliven? Da muss ich dann irgendwas herbeizaubern. Habt ihr eigentlich auch richtig Scheiße gemacht in eurer Jugend? Habt ihr irgendwas, was ihr vielleicht wirklich bereut? Oder wo man zumindest mit der erwachsenen Birne, die ihr jetzt habt, denkt, ach fuck, das hätte vielleicht auch nicht sein müssen? Ja, so kleinkriminelle Sachen. Da gibt es einige, die sind vernünftig. Das ist ja nur kleinkriminell. Das ist ja es gab schon Sachen, ich erinnere mich an eine Szene, die ich fast... Hast du jemanden getötet? Nein, aber ich habe jemanden im Straßenverkehr gefährdet. Mit Absicht? Durch das Absprühen eines Feuerlöschers im Straßenverkehr. Warum hast du das gemacht? Fanden. Wir haben gedacht, irgendwie, der hat den Franz-Josef-Strauß-Aufkleber. Und da haben wir gesagt, jetzt muss der Wagen eingeschaltet werden. Das ist eine Abwägung von Risiko wert, ne? Ja. Und das war ungefährlich, weil es auf einer Dorfstraße war und der hatte kein hohes Tempo. Aber wir haben den überholt und dann eingespeichelt. Ah, okay. Und das macht man nicht. Nee. Also das ist mir unangenehm. Aber es ist auch niemand richtig gegangen. Zu Schaden gekommen? Nein. Pflaster. Oliver, richtig Mist gebaut? Du warst ja Punk. Ja, also was man da Punker, so man gemacht auch. Hat, war Punker. Wir waren natürlich in besetzten Häusern oder in leeren Häusern. In West-Berlin sind wir rein und haben da Partys nächtelang gefeiert und Melonen an die Wände geschmissen. Alles sowas habe ich natürlich gemacht, aber jetzt eigentlich nichts Gefährdendes für andere. Also du würdest alles, was du gemacht hast, auch deinen eigenen Kindern weiterempfehlen? Ich habe meinen Kindern, die sind ja jetzt mittlerweile schon 24 und 26. Und ich habe denen beigebracht, wo man für sich persönlich selber die Grenzen zieht, aber aus dem Gefühl heraus und nicht aus unserer reglementierten Gesellschaft heraus, die ja, was mich immer schockiert, immer noch reglementierter wird. Also ich warte immer darauf, dass jetzt der nächste Politiker, der sich auffällig machen will, sagt, jetzt brauchen wir alle Fahrradhelme und jetzt müssen... Weißt du, was ich glaube, was kommt? Mir wird das alles zu viel. Der Straßenverkehr ist auch für Fußgänger sicherer, wenn die alle einen Helm tragen. Sehr gut. Wenn was der spricht erste denn kommt, gegen Fahrradhelme jetzt mal im Ernst? Weil erstens ist es das hässlichste Kleidungsstück von allen. Zweitens leben wir leben alle mit einer Grundgefährdung, die wir irgendwie in Kauf nehmen. Freiwillig finde ich das alles super. Wenn man kann Menschenleben retten, indem man auch Helmpflicht für Fußgänger einführt, auch für Sparkassenkassiererinnen. Ja, alle müssen Helme tragen. Überhaupt, das öffentliche Leben ist viel zu gefährlich ohne Helm. Okay. Sexualverkehr mit Helm. Aber mit WLAN und Knieschützer. Mit WLAN und bei dir ist es aber Teil einer sehr ungesunden Neigung. Ich mag meinen Sex mit Schutzkleidung. Ich weiß. Ich habe auch Knieschoner. Dass du aber immer wieder einen Mann findest, der es auch mag, wundert mich am meisten. Ich verkaufe das halt als so ein Fetisch. Mir geht es tatsächlich ausschließlich um die Sicherheit. Ja. Und den Typen versuche ich das zu erklären als, dann bekommt der Begriff, ich mag es kinky und alle so, der Begriff Safer Sex bekommt bei dir eine ganz andere Bedeutung. Mir ist Sicherheit sehr wichtig beim Verkehr. Der Kopf ist es. Helm, Knieschützer, Ellenbogenschützer und Nierengurt. Auch, weil man sich verkühlt, sehr häufig. Die reißen mit. Ist ja häufig mal das Fenster auf, weißt schon doch nicht. Als du Punker warst, warst du ja immer noch auch Justus Jonas, richtig? Ja. Und Justus, ich als alter 3-Fragezeichen-Auskenner, ist ja schon eher ein kontrollierter... Rationalist. Ja, auch ein bisschen, ganz bisschen uncool. Er ist schon tapfer und also mutig, aber er ist uncool. Also ich sehe ihn auch immer im Polunder. Ja, genau. Und ist das nicht irgendwie, gab es nicht einen Moment, wo du dachtest, dass du schon irgendwie einen kernigeren, cooleren Typen sein? Also mir ist der Unterschied zwischen Schauspielerei und echtem Leben schon klar. Aber du als mega geiler Punker-Typ, gab es Momente, wo du dich ein bisschen geschämt hast für die Rolle? Nee. Nie. Du bist so erwachsen. Gerade weil man nicht gesehen wurde und so, das hat doch Spaß gemacht. Und ich habe ja dann ganz andere Sachen gesprochen in Filmen, tolle Rollen und 7 Folgen Eis am Stiel und natürlich. Wer warst du? Wer Sascha war Benny der Romantiker. Nein, der war ich nicht. In Benny war ich immer verliebt. Ja, in Benny habe ich gesprochen ab Folge 3 oder 4. Du hast meine Sexualität mitbestimmt. Super. Den Satz mega merkwürdig. Bitte, das möchte ich schriftlich. Und dann habe ich Outsiders gesprochen und alle möglichen coolen Filme. Also die Rollen wechselten, das hat immer Spaß gemacht. Das hatte ja nichts mit der eigenen Gesinnung zu tun. Kann ich schon Nachtisch machen? Unbedingt. Wollt ihr auch schon? Warte, ja, aber ja. Ich bin leider gar kein Süßmaul hinterher. Nein? Nee. Aber Eierlikör oder was? Ja, das geht gut. Nee, aber... macht ja nichts, dann bleibt ja mehr für uns. Dann kann jeder 2 haben, Roger. Das ist genau richtig. Wie gut findet ihr eigentlich das Erwachsensein, jetzt wo wir die ganze Zeit über Kinder und jugendliche Menschen gesprochen haben? Es fühlt sich nie so an. Nee. Man ist es irgendwann, und es ist auch kokett zu sagen, man wäre es nicht, aber so richtig... Weil, der Tag, wie definiert man denn das mit dem Erwachsensein?
Und was führt euch dazu dann? Das Erwachsensein beginnt in dem Augenblick, wo es eine Generation unter einem gibt, die einen anguckt und respektiert. Oder die aber man das ist ja schon mal so. Oder so etwas, ne? Aber nach der Definition müsstest du dich doch dann erwachsen fühlen. Ja, das habe ich dann irgendwann auch getan. Und das bleibt auch nicht aus. Zum Beispiel die Tatsache, dass es Menschen schwerfällt, einen zu duzen aus einer anderen Generation. Mhm. Die immer wieder in sie fallen, aus irgendeinem Respekt, Abstand oder so, der eigentlich nur generationsspezifisch ist. Das ist Erwachsensein. Aber das wird hier angetragen von außen. Na, so ein anderes Ding ist ja zum Beispiel auch Verantwortung. Das wollte ich sagen. Also ne? das finde ich, das habe ich gemerkt zu dem Zeitpunkt dann, also meine erste Tochter kam, als ich 23 war. Und da merkst du schon, dass du für verschiedene Dinge Verantwortung übernimmst. Natürlich immer in dem Rahmen, in dem du das leisten kannst. Man wächst dann also noch mehr in die Rolle des Erwachsenen rein. Ich habe auf der anderen Seite nie ganz die Rolle des Kindseins verloren. Aber natürlich übernimmst du Aufgaben im Leben und Verantwortung im Leben. Zu dem musst du dann stehen und auch dein Mann stehen. Jetzt hast du gar keine Kinder, Roger, aber Verantwortung ja trotzdem irgendwie. Allerdings nicht. Ich finde schon, ich will es einmal noch mal drauf bestehen, dass so eine Verantwortung, die wirst du ja nicht mehr los. Gibt es ein Äquivalent? Nicht, ne? Habe ich gerade bei Oliver gedacht, dass ich, wenn ich in seiner Position wäre, das genau so an einem Datum festmachen könnte und sagen würde, da beginnt das Erwachsensein mit der Verantwortung. Habe ich nie gehabt. Ja. Ich habe wirklich nur das Gefühl gehabt, irgendwann, ich würde nicht nach Afghanistan reisen, wenn ich ein Kind hätte. Weil mir das irgendwie, das ginge nicht. Ich würde das Kind furchtbar ernst nehmen. Ich würde die Erziehung furchtbar ernst nehmen. Und ich könnte gar nicht anders. Ich wäre auch wahrscheinlich furchtbar unglücklich über das, was sagen, das Kind dann alles will. Wärst du ein unentspannter Vater vielleicht sogar? Ich wäre zumindest dauernd voller Sorge. Ja. Ist man dauernd voller Sorge als ich? Nee, ja auch keine, ich bin dauernd voller Optimismus und gehe sowieso immer davon aus, dass es alles gut wird und ach, das kriegen wir auch noch hin und komm, das können wir jetzt auch noch machen. Also natürlich bürde ich mir manchmal ein bisschen zu viel auf, aber bei mir geht es immer wieder von vorne los und aufs Neue und oh, jetzt das und... Aber du hast, um nur kurz das zu beenden, du bist jetzt nicht vollkommen verantwortungslos, du hast doch eine... Nein. Irgendwo wo sind deine Verantwortlichkeiten? Freunden gegenüber. So. Ich habe eine erweiterte Familie, die hauptsächlich in meinen Freunden besteht, zu denen ich ein sehr leidenschaftliches Verhältnis habe. Ja. Und für die habe ich auch tatsächlich Verantwortung, auch existenziell Verantwortung. Also das sind die Anspruch haben können, am Krankenbett von mir besucht zu werden und tatsächlich Fürsorge zu bekommen. Ja. Das ist ernst. Mhm. Und das denen gegenüber, aber auch schön. Ja, denen gegenüber verantworte ich mich auch bei gefährlichen Unternehmungen oder so. Ja. Seid ihr manchmal noch ganz bewusst und mit Leidenschaft vielleicht sogar verantwortungslos? Ist man ja nicht mehr so oft, aber gibt es so Momente, wo ihr denkt, oh ja. Und dann irgendwas, wann? Als ich für die Enden der Welt unterwegs war, da gab es so viele Situationen, wo ich mich bewusst, auch wissend in Gefahr gebracht habe und immer abgewogen habe und das richtig rauschhafte Gefühl hatte, nur für mich muss ich das entscheiden. Ja. Für niemanden anderen. Kannst es gibt keine Beispiel Geliebte nennen? Zu Hause. Kann ich eine rauchen? Ach, gerne. Du, ihr seid ja noch mit kein Essen Problem. Beschäftigt. Nee, aber könnte ich danach? Das darfst du auch währenddessen. Möchtet ihr aber nicht? Ich möchte. Ach, schön. Bitte schön. Danke. Ich erinnere mich an ein Beispiel, das im Nachhinein sehr gefährlich war, wo ich am Rande von Kabul nachts in eine Wohnung gegangen bin, wo ein Talib war, ein Taliban-Führer sogar, eine hohe juristische Persönlichkeit. Und den musste ich treffen, weil ich einen Guantanamo-Häftling, der irgendwo versteckt war in der Stadt, treffen wollte. Und das war der Kontaktmann dazu. Der hatte zwischendurch so Signale zum Hinterzimmer, dann merkte ich, es sind Leute da. Und ich fühlte mich gefährdet. Ich habe gedacht, welches Motiv hat er, mich hier wieder wegzulassen? Und das sind die Situationen, in denen jemand verschwindet und die man eigentlich nicht riskieren soll, die ich niemals als Familienvater geschultert hätte. Mhm. Aber da war es so, dass ich mir pathetisch, wie mein Naturell ist, gedacht habe, ich will, dass Guantanamo geschlossen wird. Und die einzige Möglichkeit, ein Interview zu führen mit dem Häftlingssprecher in Guantanamo, ist diese Begegnung mit diesem Mann. Aber es ist nicht ein geabsichtigtes Spiel mit Feuer, sondern einfach vor lauter Leidenschaft nicht so weit gedacht. Dass du musst dir vorstellen, eine meiner engsten Freundinnen war dabei, Nadia Nashir, die Übersetzerin war. Ja. Und die gefährlich mit. Ja. Und da kommt der Begriff der Verantwortung dann schon rein, dass ich sage, können wir das? Und die teilt meine Absichten. Und ich habe viel mehr Respekt vor der als vor mir selber, weil man selber das für sich selbst schultern kann, aber es für jemand anderen mitzuschultern. Und als die am nächsten Tag oder drei Tage später in das Hauptquartier der Taliban gegangen ist, in Kabul, und wir das Gespräch geführt haben mit diesem Häftlingswärter, und sie plötzlich zu mir sagte beim Rausgehen, Roger, lauf, lauf, lauf. Und ich sagte, das Interview war großartig, oder? Lauf, lauf. Die war nie so gewesen.
Und da hatte die im Hintergrund gehört, dass die sagten, ist das eigentlich richtig, dass wir die gehen lassen? Weil es halt das der Compound war, wo die Taliban sich zurückgezogen hatten. Was ich dann erst auch spät richtig begriffen habe, dass der unter deren Schutz plötzlich war. Und das war so eine Situation. Und du, so ganz so aufregenden Kram machst du dann wahrscheinlich nicht, auch aufgrund einer Verantwortung und Familie? Oder bringst du dich auch regelmäßig in Lebensgefahr? Ich bin ja künstlicher Bluter. Stimmt, du musst ja nur ein Messer in die Hand nehmen und das ist schon aufregend. Ja, nee, das nicht. Wenn ich mich irgendwo ritze oder schneide mit dem Messer beim Kochen, dann ist es einfach ein bisschen länger, bis ich das schließe. Aber ich fahre Motorrad und Ski. Weil ich möchte, das gönne ich mir sozusagen, bin ich ein bisschen verantwortungslos, wenn man das so sagen will. Also mit dem Skifahren, das kann man dann noch besser im Griff halten. Mit dem Motorrad, da bin ich sehr vorsichtig und man muss ja immer für die anderen mitgucken. Das ist ja das Problem, dass dann irgendeiner die Spur wechselt und dich abräumt. Also ich fahre da sehr defensiv, aber ich gönne es mir. Eigentlich finde ich den Ausdruck immer so ein bisschen unsexy, wenn so Leute sagen, ich habe mein inneres Kind bewahrt. Du hast eben auch schon irgendwann so gesagt, dass du ganz gewisse Teile vom Kindsein nicht verlieren willst und dir aufrechterhältst. Du bist sowieso auch zum Beispiel gerne albern. Alleine sowas hat ja sowas Kindliches. Ist das was ihr euch bewusst mitgenommen habt? Wenn ich es für Oliver sagen kann, der hat das in sich, wie ich auch. Ich glaube nicht, dass das ein Projekt ist. Wir haben es, oder? Man sich nicht vornehmen. Man sieht es beim Lachen. Das kann man sich nicht vornehmen. Das ist entweder so, das hat man oder nicht. Hast du doch auch. Du bist doch auch so eine Halbstarke, die gerne über die Stränge schlägt. Und nee. Doch, dann und wann machst du so. Ich schlag kaum über die Stränge. Kurz, was jenseits von der Grenze ist und dann weichst du wieder zurück. Nee, ich bin im Grunde wie Justus Jonas, fürchte ich. Ach. Ich bin sehr, sehr kontrolliert, ich mag das, wenn Sachen so sind, dass ich weiß, ich hasse Überraschungen, ich möchte wissen, wo es hingeht, ich möchte sehr, sehr früh wissen, wo es hingeht und wie lange es dauert, bis es da ist und welche Koordinaten das sind und so. Im Grunde bin ich Justus Jonas. Wann habt ihr das letzte Mal gedacht, boah, bin ich ein alter Sack? Es muss Momente geben, Bettina, in denen man kurz... Bettina Böttinger hat mich, als ich 50 war, in einer Sendung gefragt, bist du alt? Und diese Frage kam für mich wie aus einem Nirvana. Was soll ich sein? Das ist eine Kategorie, die ich noch nie gehört habe. Und inzwischen verstehe ich das, dass du das gefragt hast. Ich habe doch da Nein gesagt und protestiert. Das wird man wahrscheinlich bis aufs Sterbebett tun. Ja, aber es gibt doch so Momente, wo man, selbst ich habe Momente, in denen ich denke, alter Falter. Natürlich. Dann noch nicht mal körperliche Beschwerden, sondern auch so, wenn man wirklich anfängt, bestimmte junge Sachen nicht mehr zu kapieren. Und auf einmal ist man der Arschloch-Erwachsene, den man früher blöde fand. Ich gehe dann immer andersrum da ran. Wenn ich also da meine Töchter sehe oder dann noch jüngere Leute oder so, dann sage ich mir manchmal, Gott sei Dank muss ich nicht mehr so jung sein wie die, weil die haben noch so viel Erfahrung, so viel schmerzhafte Erfahrung vor sich und sage mir, Gott sei Dank habe ich damit schon Erfahrung gesammelt. Liebeskummer, Trennungsschmerz. Der wird aber auch nicht besser mit den Jahren. Man kann damit anders umgehen. Freu dich drauf, Liebeskummer wird besser. Okay, cool. Und genauso empfinde ich das auch, und das habe ich mit 20 oder 18 oder 25 niemals durchblickt. Ich sag euch, wie es ist, ihr zwei seid meine liebsten alten Säcke. Auf die Reise. Dankeschön. Für heute. Das nur scheiße, die Einschränkung hättest du auch nicht. Gut? Du hättest keine Einschränkung. Okay, ihr seid meine liebsten alten Säcke auf der Welt. Sehr, sehr gerne. Meine Gedanken waren eher, dass ich dachte, ist das jetzt genug ein Kompliment? Weil es kommt aus meinem Herzen und ist als Kompliment gemeint. Die Worte alter Sack machen es ein bisschen kaputt, aber ihr wisst... Finde ich nicht. Ich finde, der Titel fängt da schon an. Okay. Alter Sack zu sein, das ist irgendwie vertraulich und gut. Sehr, sehr gerne. Wir sind zufrieden, das zu sein. Ich danke euch sehr. Möchtet ihr noch einen Absacker oder möchtet ihr einfach noch mehr Würste essen? Ich könnte auch noch einen Schnaps anbieten. Nichts dergleichen. Du auch nicht? Nein. Alles klar. Wir brechen auf. Ja, brecht auf oder macht langsam. Das ist wirklich ein bisschen armselig, wie wir. Das ist armselig, das stimmt, aber ich habe immer so schön zugehört und bin dann immer ganz Oliver, gespannt. Oliver, du isst jetzt bitte auf.